Ihr habt Lust auf eine neue Eierspeise? Dann bleibt dran und schaut euch an, wie diese Shakshuka zubereitet wird. Moin zu diesem neuen Video, ihr lieben Köchlinge. Ich bin der Markus von Jeder kocht und auch ich begrüße euch recht herzlich im Jahr 2023. Und in dem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine leckere Shakshuka zubereiten könnt. Dies ist eine orientalische Eierspeise. Ihr benötigt nicht viele Zutaten und sie ist schnell zubereitet. Also bleibt dran. Hier an unserem Zutatenbrett für die Shakshuka, seht ihr es ja, haben wir wieder tolle Zutaten vorbereitet. Ihr benötigt unter anderem Paprikastreifen, Zwiebelstreifen. Hier hinten haben wir Tomatenmark, geschälte Tomaten aus der Dose. Wenn gerade bei euch Tomatensaison ist, dann könnt ihr auch ruhig auf frische Zutaten zurückgreifen. Jetzt im Winter allerdings finde ich die Dosenvariante durchaus besser geeignet. An Gewürzen benötigt ihr neben Salz und Pfeffer etwas Kumin. Da sind auch ein, zwei Chiliflocken mit drin. Hier haben wir Paprikapulver edelsüß, Kurkuma, etwas Knoblauch geschält und in Scheiben geschnitten. Und zum Schluss braucht ihr noch ein paar frische Hühnereier. An Arbeitsmaterialien benötigt ihr eine Pfanne. Ganz wichtig, für diese Pfanne braucht ihr einen passenden Deckel. Und in dieser Pfanne habe ich schon ein bisschen Olivenöl vorbereitet, damit wir jetzt auch gleich anfangen können. Also, los geht's! Wenn es denn um die Zubereitung eurer Shakshuka geht, dann beginnt ihr damit, den Kreuzkümmel anzurösten in der Pfanne und die Gewürze. Ja, da machen wir jetzt auch ein kleines bisschen von dem Paprikapulver hinzu, beziehungsweise alles. Geben auch gleich das Kurkuma mit hinzu. Und jetzt lasst ihr die Gewürze einfach einen kleinen Augenblick antoasten. Das haben wir euch auch schon so das ein oder andere Mal gezeigt. Es geht einfach darum, dass sie ihr Aroma ein bisschen besser entfalten können. Und das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass sie natürlich nicht verbrennen. Im nächsten Schritt gebt ihr die Paprika mit hinzu und die Zwiebeln. So. Und auch das wird jetzt einfach erstmal eine Runde angeschwitzt. Wenn ihr die Paprika und die Zwiebeln dann schön angeschwitzt habt, dann könnt ihr auch gerne den Knoblauch mit hinzugeben. Das machen wir jetzt erst, damit er auch nicht verbrennt und anfängt bitter zu werden. So. Temperatur ist so auf mittlerer Stufe, nicht zu hoch. So, und dann könnt ihr auch schon das erste Mal mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn ihr dann auch den Knoblauch mit angeschwitzt habt, dann könnt ihr das Tomatenmark mit hinzugeben. Und auch das wird jetzt ebenfalls kurz mit angeschwitzt, einfach nur, damit es ihren Geschmack ebenfalls gut entfalten kann. So, das Tomatenmark ist mit angeschwitzt. Was wir als nächstes machen, ist, dass wir unsere geschälten Tomaten mit hinzugeben. So, alles mit hinzu, auch schön den Fond. Schön alles miteinander vermengen. Und jetzt haben wir im Endeffekt eine Paprika-Tomatensoße hergestellt. Zubereitet. So, und die würzen wir jetzt hier ebenfalls nochmal ab. Wenn ihr es ein bisschen lieblicher haben wollt, dann könnt ihr jetzt selbstverständlich mit Zucker arbeiten. Ich möchte heute mal drauf verzichten. Und nun wird dieser Soßenansatz einfach ungefähr 6 bis 8 Minuten köcheln gelassen. Nehmt ruhig einen Deckel und ja, dann sehen wir uns gleich wieder.
Wenn eure Tomaten-Paprikasoße dann ungefähr 10 Minuten bzw. 6 bis 8 Minuten gekocht hat und die Paprika etwas weich ist, dann nehmt ihr den Deckel ab und jetzt geht es im Endeffekt nur noch um die Eier. Ihr müsst die Eier jetzt wie ein Spiegelei in die Pfanne schlagen, gebt sie direkt in die Paprika-Tomatensoße. So, könnt ihr selbstverständlich noch mal so ein bisschen, dass die Eichen hier so ein bisschen in die Soße gehen. Mit einem Rührer nachhelfen. So, und jetzt nehmt ihr euch wieder euren Deckel, gebt den Deckel drauf, lasst die Eier jetzt in der Soße auch noch mal so knappe 10 Minuten köcheln, damit sie garen. Nach ungefähr 10 Minuten sieht eure Shakshuka dann so aus. Die Eier sind schön gegart, die Tomatensoße ist schön eingekocht. Ihr könnt die jetzt noch mal ein kleines bisschen nachwürzen mit einem bisschen Pfeffer und einer kleinen Prise Salz. Außerdem könnt ihr die jetzt mit etwas frisch gehackten Blattkoriander oder Blattpetersilie garnieren. Ich habe weder das eine noch das andere da. Und dann genießt ihr es am besten mit einem schönen, frischen, gerösteten Fladenbrot oder einem anderen schönen Weizenbrot eurer Wahl. Und genießt diese herrliche Eierspeise. Das war es jetzt im Endeffekt auch schon mit diesem Video. Ihr habt es gesehen, mal wieder ein schnelles Gericht, schnell zubereitet, super lecker. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schaltet ein, wenn Christian und Daniel für euch kochen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da und teilt eure Gerichte auf euren Social Media Kanälen mit dem Hashtag jeder_kocht. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.